letzte Anwesenheit ist eine Provokation für jeden Spanier. Reihenweise fischt er auch heute den Katalanen die Bälle weg. Thierry Omeyer, der Vulkan im Kieler Kasten, der alle zur Weißglut treibt. Gislason muss heute gleich auf 3 Stars verzichten. Narcisse, Anderson, auch Illich kaum eingesetzt. Wenig Tore und dann die entscheidende Phase in der ersten Halbzeit. Das ist Fernandes, der Neue, Henrik Lundström und der coole Schwede zum 9:8. Schnelle Konter, dann sind sie kaum zu bremsen. Die Stimmung euphorisch und der 17-fache spanische Meister will Revanche fürs verlorene Champions-League-Finale. Allerdings, hinten brennt Omeyer. Der zieht die Bälle an wie mit einem Magneten. Und jetzt geht die Post richtig ab, und zwar die Kieler. Achtung, Fernandes. Zum Kreis, Alm, wieder Lundström. Toll gemacht. 10:8. Und wenn es gut läuft, sollen sie einfach weiter drücken, hat der Trainer gesagt. Und so machen sie es. Alm, Ableger auf Fernandes. Jerome Fernandes, der Neue von Ciudad Real, ein echter Zugewinn. Riecher, ganz alleine. Achtung, toller Pass, Lundström. Von 8:8 auf 12:8 innerhalb von 2,5 Minuten. Kiel steht Kopf. Und was kriegt Omeyer zu tun? Achtung! Oh, eine 1er Fangübung. Omeyer bleibt der Schrecken aller Spanier. 4 Tore Vorsprung zur Halbzeit und das Pirouettentor vom gnadenlosen Christian Zeitz. Also, alles spricht für Kiel, aber plötzlich, hier haben wir Barcelonas Trainer, plötzlich werden die Spanier zu Stieren. Die Aufholjagd des FC Barcelona. Tor um Tor, kommen sie heran. Und erstmals der Ausgleich. 26:26. Die Leidenszeit beginnt für Gislason. 2 Minuten jetzt noch. Kiel geht mehr und mehr die Luft verloren und die Kraft. Und trotzdem ist Giga da. Wieder vorn. 27:26. Ein gewaltiger Wurf. Jetzt noch 1,5 Minuten. Von rechts außen kommt Albert Rocas. Ganz knapp am Gesicht von Omeyer vorbei. 27:27. Und jetzt sind es noch genau 22 Sekunden. Achtung. Wieder Philipp Riecher gleich. Da kommt er. Boah. Volles Risiko, volles Rohr. 28:27. Auszeit der Spanier. Ein paar Sekunden noch. Der Torhüter raus bei den Spaniern, Feldspieler rein. Und jetzt sind gleich noch genau, der guckt oben auf die Uhr, 13 Sekunden, 12 Sekunden zu spielen. Und wieder Achtung von rechts außen, Rocas, der Omeyer ganz geschickt überwindet. 28:28, ganz still. Die höchste Führung in der zweiten Halbzeit für Kiel mit 5 Toren. Am Ende aber bleibt es beim Unentschieden. Der Punkt für die Spanier gefühlt wie ein Sieg. Der THW enttäuscht, lief in den letzten Minuten nur noch auf Reserve. Und am Ende auch ein überragender Thierry Omeyer, der allein in der ersten Halbzeit mit 19 Paraden glänzte.